Ja, und herzlich willkommen zu einem Angezockt von Gunpoint. Es werden jetzt erst einmal ein paar englische Dialoge in Textform folgen. Ich werde die nicht laut vorlesen, bevor ihr Ohrenkrebs von meiner Aussprache bekommt. Ihr könnt sie selber durchlesen und das Video halt eben dementsprechend pausieren oder eben darauf warten, dass ich euch immer so nach den Dialogen etwa den Sinn der Texte nenne. So, gehen wir an unser Telefon ran. Ja, also diese Frau, die hat irgendwie bemerkt, dass wir hier in ihr Gebäude durch eine Glasplatte gekommen sind und sie hat Interesse an uns, weil sie davon gehört hat, dass wir eine Art Freelancer-Spion sind und... Wow. Ja, ich glaube, die Frau wollte uns einen Job anbieten oder hatte Interesse. Ich würde mal sagen, wir schauen uns mal ganz kurz um und ich denke, der Sinn wird sein, dass wir diesen Detektiven jetzt verfolgen werden. Schauen wir uns mal hier ganz kurz um, aber hier sieht es nicht danach aus, als ob wir hier irgendetwas machen können. Deshalb würde ich sagen, gehen wir am besten mal schnell hinterher. Wir bekommen keinen Fallschaden, wie man eben gesehen hat, aufgrund unserer Schuhe. Und deshalb... verfolgen wir ihn mal. 40 Sekunden früher. Ach, ich liebe diesen Humor. Das ist einfach wundervoll. Ja, und wir sollten es natürlich nur draußen benutzen, diese wundervollen Sprungfertigkeiten, denn es könnten Kinder oder eben auch Glas kaputt gehen. Gunpoint! Mit einer wundervollen Hintergrundmusik in diesem Angezockt. Da meldet sich wohl der Chef von der Frau. Ich habe sie nicht umgebracht. Okay, sie weiß es. Okay, das Problem ist, eine Überwachungskamera hat uns gesehen und die Polizei, die, ja, die wird uns wahrscheinlich dadurch finden, weil sie dem nachgehen wird und deshalb fragen wir sie mal. Warum kümmert sie sich um uns? Nein, ich glaube, wir sollten diese humorvolle Art mal weiterführen. Ja, ich verstehe, ich bin am Arsch. Okay, also sie möchte uns helfen, dass wir der Polizei helfen, den richtigen Killer zu finden und uns zu entlasten. Wir müssen allerdings wohl scheinbar in das Datencenter eindringen. Und deshalb würde ich sagen, das hört sich eigentlich ziemlich fair an. Sie scheint ja wohl auch Interesse an uns zu haben. Beziehungsweise, sie ist ja die Chefin und es wird ja auch schon einen Grund haben, dass ihre Angestellte uns kontaktiert hatte. So, ich würde mal sagen, wir wenden den Anruf hier und starten das Ganze mal. Das ist die erste Mission, wir bekommen für die $30. Und die akzeptieren wir mal. Auf dem oberen Stockwerk des Gebildes ist ein Bankserver mit einem Computer in der Nähe. Wir können da hingehen und können dann die Beweise löschen. So, würde ich sagen, starten wir die Mission. How do I get in? Okay. Wie lösche ich denn die Daten? Okay. Alles klar, würde ich sagen, starten wir mal die Mission. Also, wenn wir die linke Maustaste gedrückt halten, können wir springen. Und wir können, je nachdem, wie lange wir die Maustaste drücken oder in welche Richtung wir zeigen, die Stärke und die Höhe variieren. Und ich glaube, da unten ist die offene Tür, ein Open Door.
Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir da hin. Wir bekommen ja keinen Fallschaden. Ach, und ich liebe dieses Aufklatschen auf dem Boden. Das ist einfach herrlich. So, gehen wir mal hier rein. W-Switch. Oh, wir können das Licht ausschalten. Ja gut, also ich habe mich natürlich schon ein bisschen vorher über dieses Spiel informiert. Übrigens schon seit 1,5 Jahren warte ich auf den Release dieses Spiels. Und es geht größtenteils auch um in Gebäude einzubrechen und Sachen zu klauen und das Ganze unbemerkt. Das hier ist ja noch relativ einfach, weil das halt auch hauptsächlich ein Tutorial ist, dieses erste Level. Aber ich weiß auch aus der Alpha heraus, dass es auch durchaus schwierigere Level gibt. Und dieses Spiel hier, ich muss sagen, das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, ist natürlich aber nichts für ein dauerhaftes Let's Play. Deshalb eben auch hier nur ein angezockt, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt. Und noch ein kleiner Tipp, momentan im Steam Summer Sale ist das Ganze 10% reduziert. Aber es könnte natürlich auch noch sein, dass das später noch ein bisschen mehr reduziert wird. Wer weiß. So, gehen wir mal hier hin. Wir müssen das Ganze hier jetzt hacken. Hacken wir mal. Und so wie es aussieht, sind wir fertig. So, jetzt sollen wir zu der U-Bahn gehen. Ich würde sagen, wir können hier eigentlich durch das Glas springen. Obwohl, eigentlich sollten wir das ja nur für draußen benutzen. Machen wir es trotzdem mal. Na, das sieht lustig aus so. Auf zur U-Bahn! Wir haben wir haben noch keinen Upgrade-Point, aber wir haben schon $30 verdient und machen wir mal weiter. Good job, ja. Dankeschön, ich weiß. Ich muss sagen, ich liebe diesen Humor. Ja, also durch offene Türen zu gehen ist meine Spezialität, muss ich auf jeden Fall sagen. Natürlich, also was Schwierigeres gibt es natürlich nicht. Oh, ich liebe diesen Humor. Ich liebe diesen Humor. Gut, also wir werden ein Missionsbriefing sehen. Wir sollen es annehmen. Und deshalb würde ich sagen, nehmen wir das mal an. Das zweite Backup von den Kameras, wo man uns bei der Mörderszene sieht, ist... wo man denken könnte, dass wir der Mörder sind. Ach, es ist spät, es ist abends. Ich muss mir das durchlesen. Lest euch das durch und wir akzeptieren das Ganze hier einfach mal. So. Also das nächste Gebäude hat auf jeden Fall eine bessere Security. Ihr Junge kann die Tür vorne für uns öffnen, aber die Serverraumtür ist abgeschlossen. Und zwei Leute arbeiten dort. Und derjenige, der in dem Serverraum ist, der kann die Tür für uns öffnen. So, starten wir mal die Mission. Die Wachen werden auf uns schießen, sobald sie uns sehen. Unser Cursor macht sich rot in Bereichen, wo Guards sehen können. Und wenn wir auf die Wache springen, fällt sie um. Dann können wir sie auf dem Boden festnageln. So, deshalb würde ich sagen, versuchen wir das Ganze mal. Okay. Also da sieht uns die Wache. Also wir können bis hier hingehen, bis uns die Wache nicht sieht, weil sie schaut gerade dahin und das heißt, hier sieht sie uns noch nicht. Ich würde sagen, springen wir mal auf die Wache. Klicken, um zu punchen. Ach, das ist ja geil. Ja, komm, steck die Schläge ein, so. Ich denke, das reicht. A oder D geht off. So, dann können wir hier eigentlich nach unten gehen. So, und jetzt müssen wir irgendwie die Wache dazu bekommen, uns die Tür aufzumachen. So, also nur Wachen können diese roten Handscanner hier benutzen. Im Dunkeln suchen die Wachen nach einem Lichtschalter. Die Wachen können im Dunkeln nicht sehr weit sehen. Gut. Das heißt wohl, wir suchen einen Lichtschalter. Da oben ist einer. Ah, das ging ja schnell. Okay, der hat uns definitiv gesehen. Ich weiß auch gar nicht, wie das passiert ist. Wahrscheinlich habe ich wie beim Runterfallen gedrückt, als ich an der Decke geklebt habe. Deshalb würde ich sagen, nehmen wir mal gerade den Autosave von einer Sekunde früher.
Okay. Ich muss mich daran gewöhnen. Schnell zu agieren. So, den nageln wir jetzt. Ach du Scheiße! Gut. Wie machen wir das jetzt? Gehen wir am besten mal hoch. So. Geh bloß wieder weg. Du machst mir Angst, du Wache, du. Und ich denke, jetzt von hinten können wir auf den losspringen. Verdammt. Aber der hat die Tür offen gelassen. So. Und ich denke, jetzt. Ja, jetzt. Perfekt. Jetzt können wir auf den drauf springen. Und jetzt können wir das Ganze hier hacken. Und ich denke, dann können wir wieder verschwinden. So, also das Ganze ist doch gar nicht mal so einfach. Selbst bei einer Wache, man muss sich erstmal die Steuerung gewöhnen, muss ich dazu sagen. Und ich würde sagen, verschwinden wir mal wieder in die U-Bahn. Schön, dass da überall eine Haltestelle ist. Das ist wirklich wunderbar. So, continue. Christ Crosslink, Shop. Also wir brauchen einen Crosslink, also einen Enter-Haken. Das würde ich sagen, nee, das ist kein Enter-Haken, das ist ein... Ach Gott, was ist jetzt die Übersetzung für Crosslink? Das weiß ich gerade gar nicht. Wahrscheinlich irgendetwas, womit wir elektronische Dinge fernsteuern können. So, gehen wir mal wieder zu den Missionen. Jetzt können wir das machen. Wir sollen wieder in eine Einrichtung und wir brauchen etwas... wir müssen die elektronischen Sachen, die elektronischen Systeme im Gebäude fernsteuern, wenn wir keinen Crosslink haben. Sollen wir uns einen kaufen? Wir haben uns einen gekauft, deshalb akzeptieren wir mal. So, sie kann uns nicht die Servertür öffnen. Und aber dort arbeiten keine Wachen. Das heißt, wir haben es mit uns alleine zu tun. Das heißt, wir sind alleine und wir haben keine Wachen, die auf uns schießen. So, also wir können zum Crosslink wechseln, wenn wir mit der Maus scrollen. Click and drag a line from any device to link to... Ah, ich wollte ja nicht Englisch sprechen, tut mir leid. Also, wir sollen klicken auf eine Linie von einem Gerät oder einem System, um es mit anderen zu verbinden. Das können wir gerade mal testen. Scheinbar geht das hier so. Und, ja, das konnte ich gar nicht fertig lesen. Aber wir können hier die elektrischen Schaltkreise umlenken. Und zwar ist das hier ein Lichtschalter, eine Lampe. Und wir müssten jetzt rein theoretisch, wenn wir hier, wenn ich gerade mal zum... Hallo? Lässt du mich? Okay, ich darf mich nicht bewegen, alles klar. So, also wenn wir jetzt das Ganze... Okay, das scheint wohl nicht so einfach zu funktionieren. Also wenn wir jetzt den Strom vom Lichtschalter auf die Tür lenken, sollte die Tür ja eigentlich öffnen. Ah, okay. Das funktioniert auf jeden Fall. Und dann hacken wir mal den Computer. Und die Mission ist beendet. Und ich würde sagen, wir machen die Tür mal wieder zu. Und das wollte ich jetzt nicht. Wieder so ein typischer Fehler von mir. Und verlinken das gerade wieder schnell auf die Lampe, damit es so aussieht, als sei nie jemand hier gewesen. Wobei ich nicht glaube, dass das jetzt noch nötig ist, weil ich meine, dass die Daten geklaut wurden, merkt man eh. Okay, wir können da nicht durch. Ich will durch das Glas springen. Perfekt. Und gehen wir wieder in die U-Bahn. Und ich würde sagen, wir machen noch eine Mission und dann ist dieses Angezockt hier eigentlich auch beendet, weil im Endeffekt läuft das halt, wie gesagt, so ab, dass man verschiedene Missionen hat. Ist also ein wundervolles Spiel für zwischendurch, für den Denksport zwischendurch. Jetzt am Anfang sind die natürlich noch einfacher, weil man noch mit allem vertraut gemacht wird, aber ich kann euch das Ganze, wie gesagt, empfehlen. Ich verfolge das Ganze schon länger und auch in diversen Tests hat das Spiel immer gut abgeschnitten. So, also, generell, wenn ihr euch für so Puzzle-Spiele interessiert, so, das nächste, also der nächste Terminal ist Loxley Close. Meine Vokabeln, es ist echt schlimm. So, by the way, be careful with our sockets. Okay, die emittieren einen Schock, wenn ich etwas mit denen crosslinke. Was auch immer das jetzt heißen mag. Also, schauen wir mal nach. Wir müssen jetzt gut aufpassen. Ich denke, die Wache können wir ausschalten. Oder auch nicht. Ich sagte, die Wache können wir ausschalten. So. Und gute Nacht. Und da oben haben wir ein echtes Problem, weil die Wache sieht uns, wenn wir da rauskommen. Und sie wird wahrscheinlich auf uns schießen, weil hier sehen wir der Mauszeiger, der ist rot. Das heißt, sie wird auf uns schießen. So. Wechseln wir mal zum Electronic Device. Ich würde sagen, wir machen Folgendes. Am besten, hier ist ein Lichtschalter,
am besten machen wir damit das Licht aus. Und falls das jetzt so geht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt so funktioniert, könnten wir doch eigentlich davon die Tür zumachen. Und dadurch das Licht wieder anmachen. Und dadurch sollte jetzt eigentlich, wenn ich jetzt richtig denke, das Licht ausgehen. Nein, es geht nur die Tür zu. Okay. Ändern wir das Ganze mal. Okay, die Tür ist zu. Ah, er kann sie aufmachen. Daran hätte ich natürlich denken sollen. Und er hat den Lichtschalter wieder angemacht. Aber ich denke, jetzt können wir auf ihn raufspringen. Oder wir können hier erstmal hoch. Er geht jetzt wieder die Runde und guckt, was denn überhaupt mit dem Lichtschalter los ist. Das bedeutet, wir können wieder auf ihn springen und ihn... Das heißt, wir können wieder auf ihn springen und ihn ausschalten. Nehmen wir mal die 2. So. Das heißt, wir können auf ihn springen. Ihn ohnmächtig machen bzw. ausschalten. Den Computer hacken. Und hier wieder still und leise und klammheimlich verschicken. Und weil wir solche Pros sind, machen wir es mal ganz einfach. So. Ha, jetzt habe ich das dem Spiel gezeigt und verschwinden wir hier mal wieder. Und ich würde sagen, das war es dann eigentlich auch mal mit diesem Angezockt hier. Also wenn euch das Ganze hier gefallen hat, würde ich mich natürlich für eine Bewertung freuen. Auch wenn euch das Angezockt an sich gefallen hat. Ich habe jetzt versucht, hier nicht so unbedingt ganz viel zu kommentieren, dass ihr auch mal ein bisschen ein Gefühl für die Atmosphäre des Spiels bekommt. Und ansonsten, wenn ihr Kritik habt, gerne in die Kommentare damit. Und wie gesagt, ich kann euch das Spiel nur empfehlen, wenn euch so etwas hier gefällt. Das gibt's bei Steam. Gunpoint heißt es. Der Link ist in der Beschreibung. Und ansonsten sehen wir uns wieder mal in einem anderen Video von mir. Hoffentlich. Schaltet doch mal wieder ein. Und wie gesagt, euch noch einen schönen Abend und tschüss. Ach, und diese Musik ist einfach herrlich.